الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اليوم تاريخ صفر بشان دويتش ونجو مخم فايتا بإذن تعالى فراغة نوما 19 السؤال التاسع عشر كيف نفهم أدلة الفطرة مع قوله تعالى كيف نفهم أدلة الفطرة مع قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وهذا هو المشاهد المقطوع به. Und zwar, wie können wir die Beweise der Fitra verstehen? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah hat euch aus den Gebärmüttern eurer Mütter rausgeholt, ohne dass ihr was kennt, dass ihr nichts wisst. Und das ist, was wir genau wissen, ohne Zweifel. Das wird, wenn ein Baby jetzt geboren wird, dann kennt das Baby gar nicht. Und wir haben gesagt, jedes Kind, das geboren wird, ist als Muslim geboren. Ja, wie können wir vereinbaren zwischen diesen beiden Aussagen? Allah sagt, der weiß nichts und wir sagen, der ist nach Fitra und der ist Muslim. Barakallahu fikum, die Antwort dafür ist, Allah hat uns erschaffen und Allah hat uns Verstand gegeben. Und dieser Verstand kann man abwägen, mit diesem Verstand kann man abwägen und kann man wissen, was richtig und was falsch ist. Und deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diesen Verstand gegeben, damit wir die Sachen verstehen, damit wir lernen, damit wir auch Urteil geben oder beurteilen, was wir von Informationen bekommen. Und Allah hat in diesem Verstand uns das gegeben, dass wir wissen, alles hat einen Grund. Alles hat einen Grund. Das wird Sache und Ursache. Dieses Gesetz ist da. Das wird alles sagt so, es gibt einen Grund oder es gibt einen Verursacher oder es gibt eine Ursache für die Sachen, die wir haben. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, es gibt diese Verbindung immer durch den Verstand zwischen Gründen und Resultaten, zwischen Tat und Täter, zwischen Herstellung und Hersteller, zwischen Existenz und wer diese Existenz, das wird Geschöpf und Schöpfer, alles ist da und das ist in unserem Verstand. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch in uns etwas angeboren geschaffen, subhanahu wa ta'ala, oder erschaffen, dass der Mensch das Gute haben will. Und das Nützliche haben will. Und er will das. Und der Mensch kann Geduld zeigen. Und der Mensch will nicht das Schlechte. Und er will nicht was ihn stört. Und durch diese Fitra, die wir von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, dann, wenn der Mensch das anschaut, was die Geschöpfe anbetrifft oder die Schöpfung, dann glaubt man an seinen glaubt man an den Herrn, der alles erschaffen hat. Und wenn natürlich die Dawa, also die Einladung vom Propheten, eingetroffen ist, also der Mensch hat das bekommen, dann sollte dieser Mensch diesem Propheten folgen. Deshalb, wenn man jemanden nach Al-Fitra lässt, ohne jegliche Beeinflussung oder Faktoren, äußeren Faktoren, dann wird der Mensch den Islam annehmen und er wird nach der Millat Ibrahim, das wird nach der Tauhid leben. Außer, dass die Eltern mit diesem Menschen was anderes tun. Deshalb, barakallahu fikum, jeder Mensch kommt auf diese, zu dieser Welt und er weiß nichts. Der weiß nichts. Aber durch Verstand und durch Wille lernt man und weiß man, was richtig und was falsch ist.
Deshalb, wenn der Mensch geboren ist, dann kennt er nicht die Botschaft der Propheten und die Urteile der Religion. Und das ist der Sinn, in dem Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, er weiß nichts. Der Mensch weiß nichts. Aber dieser Mensch hat die Veranlagung, Allah anzubeten und dem Propheten zu folgen. Und das ist das Beispiel, wie ein Kern für ein Barakallahu fikum Baum. Dieser Baum bekommt Früchtebaum. Wenn du nur Kern in den Boden tust, gibt es hier Früchte? Nein. Aber die Früchte kommen, wenn der Baum dann groß geworden ist, und dann hast du die Früchte. Und das ist genauso. Das bedeutet, Kern ist, dass wir so geboren sind nach Fitra. Und jeder von uns kann Allah anbeten. Aber dies wird, wenn der Mensch dann geboren ist, oder wird, und wenn diese Fitra durch Verstand und durch Wille erzogen wird nach Tauhid, dann wird man die Früchte von Tauhid haben und der Mensch betet Allah allein einzig an. Das heißt, der Mensch ist hier, wenn er geboren ist, der ist bereit, Tauhid nach Tauhid zu handeln. Aber am Anfang weiß er nicht wie. Und er braucht dafür die Propheten und die Religion. Und das bekommt, der Mensch bekommt das durch die Eltern. Und die nächste Frage dann, 20, wenn der Mensch nach At-Tawhid geboren wird, wenn man die Fitra des Menschen betrachtet, dann was ist das Urteil von dem Menschen? Vor Geschlechtsreife und nach Geschlechtsreife, bevor die Botschaft diesem Menschen verkündigt wurde. Barakallahu fikum, wenn der Mensch geboren wird, dann braucht er jemanden, der diesen Menschen betreut. Ich meine, wenn ein Baby jetzt geboren wird, er braucht doch jemanden, der diesen Menschen betreut. Und der Mensch, der Betreuer, bringt diesem Menschen bei, was er zu tun hat in diesem Leben. Und auch die Religion, der Mensch braucht jemanden, der ihm die Religion beibringt. Und das sind in diesem Zusammenhang die Eltern. Deshalb im Leben, theoretisch, der Mensch bekommt die Religion von seinen Eltern. Theoretisch. Und wenn der Mensch noch nicht weiß, dann wird er auch zur Rechenschaft nicht gezogen. Aber wenn der Mensch dann geschlechtsreif geworden ist und versteht und bekommt die Beweise durch das Wissen und durch natürlich Denken auch, durch Verstand, dann kann er nicht sagen, ich nehme die Religion von meinen Eltern. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder haben die Eltern die richtige Religion und der Mensch nimmt das an von ihnen und er praktiziert das. Oder die Eltern haben falsche Religion und der Mensch hat zwei Wahlen. Entweder die falsche Religion zu nehmen oder nach der Wahrheit zu suchen und dann den Islam anzunehmen. Aber diese Aussage, so habe ich meinen Vorväter oder meine Großväter gesehen und ich werde ihre Religion annehmen, das ist falsch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn es zu ihnen gesprochen wird, glaubt an dem, was Allah, oder folgt dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, sagen diese Leute, wir folgen dem, was wir von unseren Eltern bekommen haben. Wenn ihre Eltern oder wenn ihre Vorväter nicht gewusst haben und nicht recht geleitet wurden, was ist dann? Deshalb, barakallahu fikum, sagt Malachim, diese beiden Sachen sind miteinander verbunden. Eine Person wird geboren. Ein Baby kommt auf diese Welt. Dieses Baby kennt gar nicht. Aber dieses Baby hat die Veranlagung, den Islam anzunehmen, zu praktizieren. Die Eltern bringen diesem Baby Islam bei, dann wird dieses Baby Muslim. Nach 15, 16 Jahren, dann ist er eine richtige Person. Und das wird eine richtige Person, ich meine
verstandmäßig nicht Kind mehr. Und dann muss diese Person selber entscheiden. Manche Leute nehmen falschen Weg, manche nehmen den richtigen Weg. Also wir können nicht immer sagen, ja, so wollte Allah subhanahu wa ta'ala, und damit meint man, ich möchte den Kufr behalten. Oder dass man sagt, ja, so habe ich von meinen Eltern gelernt und das nehme ich. Und das ist auch falsch. Sondern in unserer Religion, du sollst suchen und die Wahrheit ist der Islam. Und wenn wir jemanden lassen, ohne jegliche Bewirkung von außen oder Faktoren von außen, dann wird dieser Mensch als Muslim leben. Also braucht jemanden, der ihm das beibringt. Aber der wird das durch die Fitra selber bekommen, dass er an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und deshalb, das Hadith ist sehr wichtig. Jedes Baby wird nach Fitra geboren, das wird als Muslim. Aber die Eltern machen das anders. Wallahu ta'ala ala wa alam.